zu. Ich störe nur ungern deinen Rhythmus, Karl. Aber der Boss will was von dir. Könnte gut für uns sein. Wie ist der Chef? Auf Mann 10A wurde ein Fehler entdeckt. Die Schlepperklammern klemmen. Zwei Mann müssen raufklettern und die Kabel sichern. Das ist keine leichte Aufgabe. Die Gilde verdoppelt den Lohn. Komm schon, Kerl. Etwas dazu verdienen? Kann nie schaden. Ja? Okay. Alles klar. Gehen wir. An die Arbeit. Hier lang. Bin gleich hinter dir. Und damit willkommen, liebe Freunde meines Kanals. Diesmal springen wir direkt rein. Star Wars Jedi Fallen Order. Ein neues Singleplayer-Adventure zu Star Wars. Das hatten wir schon lange nicht mehr gehabt. Und es soll ja so eine Mischung aus Uncharted und Sekiro sein. Beide Spiele, die ich sehr mag. Deswegen dachte ich, schauen wir mal rein hier auf der Xbox One X in 4K. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt und will auch gar nicht weiter labern. Wir legen direkt los. Nur keine Sorge. Ich glaube nicht, dass dieses Werkzeug die Schiffe überstehen wird. Hier oben! Ach, das sagst du jedes Mal. Erinnerst du dich an früher? Nach dir, Junge! Na, es scheint hier. Das scheint hier so eine Art Schrottplatz zu sein, so eine Zerlegewerkstatt. Ja, eine Abwrackwerft. Ein Separatistenschiff. Ich habe ewig kein Lookalike gesehen. Ja. Ewig. Ausschlachten wird viel Geld bringen. Komm, gehen wir. Wo lang? Er kann jetzt eigentlich hier nur hier lang gegangen sein. Ach du Scheiße. Alles okay? Ja, ich bin okay. Aber die Leiter ist weg. Du musst einen anderen Weg finden. Kein Problem. Ich improvisiere. Wir sehen uns dort. Kann man hier hoch? Ah, ich kann jetzt hier unten lang wahrscheinlich. Wow. Diese Barke. Du bist kein zugelassener Müll. Müll, aber kein zugelassener Müll. Nein, oh, ich dachte schon. Ganz ruhig. Ich bin gleich wieder weg. Und plötzlich habe ich Assassin's Creed Flashbacks. Okay, das spielt sich echt sehr wie Assassin's Creed. Aber cool. Oh Gott. Mach bloß keine Dummheiten. Leichtsinnig, Kerl. Schön, dich zu sehen. Dich auch. Bring dich nicht. Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist der Plan. So. Ach ja, jetzt hier einfach sich hier so durchquetschen. Easy peasy. Oh Gott, Ratten. Hört sich an wie Schrottratten. Unheimlich. Es sind keine Ratten. Lass mich stören, Jungs. Es sind Schrottratten. Ich will euch rauskommen und Hallo sagen.
Hey Kerl, wir treffen uns bei den Klammern. Klingt gut, ich bin in Kürze dort. Wenn man denkt, es kommt nicht noch schlimmer, dann kommt es schlimmer. Ah ja, und fallen lassen. Wie kommst du hierher? Wie kommst du her? Hä? Wow, 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 wow. Okay. So weit, so gut. Ich glaube jetzt hier so auf die Rampe, oder? Das wirkt zumindest logisch. Sieh mal, der Schiffskater ist hier. Na bitte sehr. Hey, wir sollten los. Ja, und ab geht's. Er sieht echt schon sehr geil aus, oder? Hammer. Wirklich der Hammer. Was ist das denn da? Oh, Androiden. Ja, nicht mehr so intakt. Oh, und ja. Und ein paar von den Evil Knievels. Ich glaube jetzt über das Schiff am besten, oder? Wenn das geht. Aber unser bester Freund, der Kantenmaler, war hier nicht unterwegs. Und wo der Kantenmaler nicht war, kann man ja auch meistens nicht lang. Was sagt ihr hier hinten so? Ah, wahrscheinlich mich jetzt hier so. Ja, klar. Und hepp und hoch. Sportlich. Und. Achso, ich dachte, ich kann jetzt hier auch noch so schwingen. Was ist das denn? Ach stimmt, das ist doch der aus Episode 6, oder? Oh, über den habe ich sogar mal was gelesen. Über dieses Mega-Monster. Aber mir fällt gerade sein Name nicht ein. Kerl, benutze den unteren Hebel für den manuellen Override. Okay, wenn du mir sagst, welcher der untere Hebel ist. Ist es der da? Okay, warte. Oh, okay. Es musste passieren, Leute. Es musste einfach passieren. Es konnte nicht die ganze Zeit gut gehen. Aber ihr seht, man wird jetzt hier nicht bestraft. A la Souls Games mit, du bist gestorben und musst nochmal neu anfangen. Nee. So. Ah ja. Du bist dran. Moment. Okay, Klammer gesichert. Muss ich jetzt darüber springen? Nee. Oh, alles okay? Bin noch da. Ha, du hast mir echt einen Schrecken angejagt, Kumpel. Hm? Fertig. Moment, ich mach das. Oh nein. Tja, ein Sprung in das... Ach, kommt schon. Ah nee, es hat er doch... Es hat sich alles schon gemerkt. Scheiße. Nein. Ah, okay. Wer von euch macht die Fail-Compilation? Ach, Leute. Nochmal das Ganze. So. Und hepp. Und hepp. Und hoch. Komm, seht ihr das an? Es ist ein Jedi-Jäger. Ein Volltreffer. Ein echter Schatzsammler, Jackpot. Wie lange liegt die Klapperkiste schon hier? 4 Jahre? 5. Der Pilot fand hier wohl ein ruhmreiches Ende. Diese Jedi. Echt eine Tragödie. Ich hab dir immer gesagt, das war nicht alles Verräter. Ja, mag sein. Heute ist wohl unser Glückstag.
Das Imperium kriegt jede Menge gutes Material. Ja, wir schlachten Schiffe aus dem Krieg aus, denn damit sie daraus neue machen können. Findest du das okay? Was sagst du? Wir riskieren alle den Hals für die Bosse. Und die Bezahlung war zur Zeit der Republik auch besser. Hey, pass besser auf, was du sagst. Hey, hör mir zu. Der Findelon für das Ding. Könnte dein Ticket hier raus aus diesem Drecksloch sein? Du glaubst, ich will weg hier? Komm schon, Kerl, du bist doch noch jung. Du willst nicht so enden wie ich. Irgendwann musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen. Dein Schicksal finden. Wenn du das sagst, hey, wir sollten wieder runter. Hey, du hörst mir überhaupt nicht zu. Was war das? Okay, es wird jetzt hier eine ganz heiße Rutschpartie und ich glaube... Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Nicht in das Loch, nicht in das fucking Loch. Alles okay? Ja, ich komm nicht rauf. Durchhalten. Ich rutsche ab. Nein, lass nicht los. Ich kann nicht mehr. Nein! Alles okay, Prof? Mir geht's gut. Ich sitze nur fest. Kein Pilot. Bring uns hier raus. Durchhalten. Vorsicht, Kerl! Achtung! Das Ding kann kaum fliegen. Prof, geht's dir gut? Okay, wir sollten... Wir müssen weg, komm schon. Was war das denn? Was war das eben? War das... Warst du das etwa? Das war die Macht, oder was? Das, was du gesehen hast, ja. Bitte, vertrau mir. Ich hab sie gesehen, ich weiß von den Geschichten. Ich hab's gehört. Bro, für Leute wie dich gibt's dann weiß. Geld. Ich weiß. Ja, alles klar. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Ja. Ist okay bei dir? Ja. Du? Ja. Kerl. Wir arbeiten jetzt schon länger zusammen. Ich habe aber nie gesehen, dass du sowas gemacht hast. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht. Also. Ich weiß, was du für mich riskiert hast. Und ich. Kann dir das nicht zurückzahlen. Vergiss es einfach. Im Ernst. Oh, mach dir wegen mir keinen Kopf. Aber hier bist du nicht sicher sein. Vielleicht solltest du, naja, verschwinden. Okay, ich brauche nur meine Tasche aus meiner Bude. Der Bass schuldet mir was. Bist du nicht gerade auf Ascher da? Ja. Lass mich eine Weile nicht sehen, Worf. Ja. Ja, okay. Okay, Kerl. Okay, wo ist er hin? Prof? Ja,
Ist er das nicht da vorne? Oh, warte. Wo fährst du hin? Okay, was zur... WTF? Okay, was ist los? Wir sind auf einem Schiff des Imperiums? Was ist los, R2? Okay, das ist nicht normal. Kann es sein, dass er gerade schläft? Ach du Fuck! Mein Schüler, du musst mir jetzt gut zuhören. Meister. Vertraue nur der Macht. Wir halten an, Prof. Ja, irgendwas geht hier vor. Alles auf! Identifizierung bereit! In einer Reihe aufstellen! Ist wahrscheinlich nur wieder eine Schmuggelkontrolle oder so. Sind das schon alle? Ja, zweite Schwester. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Wird der Verräter nicht überstellt, folgt eine Anklage wegen Aufwiegelei. Stell dich selbst. Sonst werden alle hier gemeinsam hingerichtet. Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Ich arbeite hier schon eine geraume Zeit. Schon lange vor dem Krieg. Wir richten Schiffe wieder her. Die besten der Galaxis. Dann kam das Imperium. Und Ingenieure wurden zu Schrottsammlern. Die Arbeiter wurden übervorteilt. Wir alle kennen die Wahrheit. Wir sind nur ängstlich, es zu sagen. Für das Imperium doch alle entbehrlich. Ja, seid ihr. Nein! Seh an, ein Lichtschwert. Ich hab den Jedi. Ja! Löse die Störung. Das tut weh. Keine Bewegung! Wie kommst du hierher? Ganz ruhig. Blinder Passagier. Hey, du... Ich krieg dich! Ihr kriegt gar nichts.
Okay, das heißt, die Zeit der Ruhe ist vorbei. Jetzt folgt die Zeit des Kampfes. Okay, um Blasterbolzen zu blocken. Ich brauche Verstärkung. Ihr braucht erstmal ein bisschen Leben, würde ich sagen. Das ist unmöglich. Aua. Erledigt sie endlich. Kontakt bestätigt. Erschießt ihn. Okay, ah, geil. Jetzt bin wohl nur noch ich übrig. Sehr geil. Feind, hier ist ein Feind. Alles klar. Ja, Frachttür ist versiegelt. Nimm das! Wow, wie kann man auf die Entfernung dann daneben schießen? Ich kann es. Hahaha, ihr könnt nix. Komme ich hier irgendwie durch? Ey, es sind nur ein paar Kabel. Ich muss ja doch irgendwie durchkommen. Oder muss ich die einfach wegschlagen? Ach so, ja, okay, gut. Dann so kann man es natürlich auch machen. Okay. Mal wieder der falsche Ausweg. Shit. Bewegung bleiben. So, okay. Ich würde sagen, das ist eine gute Stelle. Hier machen wir ein kurzes Päuschen, ihr lieben Leute. Keine Angst, die nächste Folge kommt gleich noch heute. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Der Anfang war jetzt schon verdammt cool. Ich feiere es einfach, dass ein narratives Star Wars Game mal wieder herauskommt und nicht so ein Multiplayer Battlefield-Klon, sondern ein richtiges, echtes, schönes Star Wars Spiel mit Story. Da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Bin wie immer gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. Teilt sie mir gerne mit. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Star Wars Jedi Fallen Order. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. BB, euer Hiyuga.